Es gibt offensichtlich in der Ukraine wirklich nationalistische Kräfte, also rechtsextrem, die auch mit Hakenkreuz und sowas alles rumlaufen und die Führer aus dem Zweiten Weltkrieg verherrlichen heute noch und die mit Parolen durch die Gegend laufen, jetzt muss man die Russen an der nächsten Laterne aufknüpfen. Das ist ja alles nicht erfunden, das gibt es ja. Inwieweit das in der Politik dann zum Tragen kommt, ist noch mal eine andere Geschichte. Da hat es sicher auch eine Entwicklung gegeben. Aber was Russland mit Demilitarisierung und Denazifizierung meint, dass es Russland darum geht, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, ist ja nun hinreichend bekannt. Und das gehört auch zum Stichwort Heuchelei in den entsprechenden Gremien, selbst im Pentagon. Es ist eigentlich relativ klar, dass die Ukraine auch kein NATO-Mitglied werden wird. Darum geht es schon lange nicht mehr. Nur gesagt hat es eben keiner, leider Gottes, sonst wäre es vielleicht nicht zum Krieg gekommen. Die Ukraine auch kein NATO-Mitglied werden wird. Darum geht es schon lange nicht mehr. Nur gesagt hat es eben keiner, sonst wäre es vielleicht nicht zum Krieg gekommen.